Ach, wie ist das schön, da sind wir wieder bei Die Siedler 5. Ich begrüße euch ganz herzlich in der Bedrohung aus dem Westen oder auf dieser schönen Karte, in dieser schönen Mission. Wir sind bislang noch etwas entspannt bei der Sache und also wir sind noch ziemlich entspannt bei der Sache. Haben uns hier mit diesem Händler hier mal angefreundet, beziehungsweise ne, stehen hier rum. Und guck mal, was der uns alles Tolles geben kann, nämlich Langschwertkämpfer, Diebe und so weiter und so fort. Und wir haben ja vor, uns hier ein bisschen einzurichten und zwar ein paar Bauernhöfe zu bauen. Ja, ist gut, dass ich das alles noch, dass ich da noch dran denke gerade. Das war mir nämlich schon fast gar nicht mehr so bewusst. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo sind unsere Schützen denn eigentlich? Das ist jetzt schon wieder eine gute Frage. Wo haben wir die denn alle abgestellt hier? Da sind sie ja. Okay. So, da können wir nämlich dann, sobald wir den zweiten Trupp Schützen haben, damit können wir dann nämlich ein bisschen mehr das Nebelvolk plätten. Oder ein bisschen besser das Nebelvolk plätten. Wie fangen wir damit an? Also, wie gesagt, ich habe ja schon eingangs erwähnt, wir werden jetzt ein paar Bauernhöfe hochklöppeln. Haben dafür natürlich nicht genügend Holz. Das heißt, das wird uns erstmal ein bisschen Zeit kosten. Aber ich möchte das auf jeden Fall machen, denn das Problem ist, wir kriegen halt echt Probleme mit den Talern. Ne? Wenn ich jetzt anfange und mir hier unten diese Schatztruhe hole, die hier hinter diesem Stein ja anscheinend zu finden ist, dann wird das große Problem losgehen. Dann werden wir nämlich so richtig schön auf die Nase fallen. So. Und bevor ich weiter auf die Nase falle, gucke ich erstmal, wo sind jetzt meine Scharfschützen? Schon wieder da laufen sie. Dafür sind wir genau. So, wir müssen nämlich gucken. Da oben gibt es ein Häuschen. Hier oben gibt es ein Häuschen. Hier gibt es Schwefel. Ich weiß nicht, warum diese Grube hier schon leer ist. Man könnte natürlich versuchen, die Verbündeten hier irgendwie mit in den Kampf einzubeziehen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob das gelingt, dass die irgendwie aggressiv werden und dann plötzlich hier hinrennen und versuchen, da diese Wohnstätte kalt zu machen. Wir werden es sehen. Wir laufen jetzt einfach mal. Nee, wir laufen erstmal hier rüber. Und dann laufen wir von hier aus da hoch. So. Und dann heißt es Luki-Luki machen. Attacke! Ein Held. Okay, das sehen wir nämlich schon. Wir sollten hier auf jeden Fall stehen bleiben. Gut. Wir sollten mehr als nur hier stehen bleiben. Wir sollten definitiv zurücklaufen. Heidewitzka, das ging ja schon wieder ganz schön krass. Vielleicht sollte ich Pilgrim einfach drauf gehen lassen. Wir kümmern uns. Na gut, es sind also schon wieder mindestens zwei Wohnstätten hier. Na, klasse. Ich habe eure Kommentare gelesen, ich habe noch gar nicht so geantwortet. Ich habe die nur so überflogen, dass es hieße, ich sollte wirklich den Plänen hier Folge leisten. Im Prinzip ist hier aber auch sonst nichts, ne? Unser einziger Auftrag ist tatsächlich, diese Kiste zu holen. Und das werden wir dann natürlich auch tun. Das ist ja klar. Wie gesagt, ich mache das jetzt nur hier nebenher, weil es gerade nichts Besseres zu tun gibt. Und wir selbstverständlich... Es wird hier bestimmt später noch einige Truppen geben, die hier spawnen. Ne? Ja, weil wir nichts Besseres zu tun haben und weil wir selbstverständlich jetzt erstmal darauf warten, dass genügend Holz vor die Hütte kommt. So, ich sollte das natürlich schon mal geschickt bauen. Ne? So irgendwie, dass sie dann auch in den Bauernhof direkt irgendwelche Leute rein können, die dann hier arbeiten. Zum Beispiel hier unten könnte man eigentlich wunderbar eine Hochschule später hinbauen. Das heißt, ich baue hier mal den Bauernhof hin. Man könnte hier auch wunderbar noch Platz für eine Kathedrale finden, eine Kirche, wie auch immer. Eigentlich ist hier oben der Hügel total blöd. Auf dem Weg ist viel besser. Ja, auf dem Weg ist es viel besser zu bauen. Guckt mal, jetzt habe ich mich schon verbaut, weil hier ist ein blöder Zugbrunnen. Na, okay. Gut, passiert. Kann ja passieren. So, Pilgrim hat die Kanone aufgebaut. Dann laufen wir doch mal ein bisschen von hier drüben vielleicht dran. Einfach, damit wir damit wir nicht ganz ins Kreuzfeuer rennen. Ich glaube, Pilgrim kann bis zu dem Baum hier rennen und das ist dann schon in Ordnung. So, ein Bauer ist da. Gut, dann hackt ihr erstmal ein bisschen Holz. Und Pilgrim läuft dahin. Und dann schauen wir mal. So,
Okay. Wie ihr wünscht. Kann Pilgrim sich noch ein Stück zurückziehen? Ja. Ja, dann kommt nur die eine Wohnstätte zumindest dran. Okay, jetzt ist Pilgrim natürlich gleich tot. Ja, das konnte passieren, aber nicht so dramatisch. Denn hier sind wir ja schon im Einflussbereich. So, können wir im Prinzip genauso weitermachen, ne? Es ist Zeit. Pilgrim, wird der weiter beschossen hier? Ja. Nö, erstmal nicht. Bleibt da mal kurz stehen. Wir warten, wir gehen da noch ein drittes Mal ran und dann sollte es eigentlich reichen. Beim dritten Mal sollte das Ding eigentlich zermörsert werden. Hier scheint aber ziemlich viel vom Nebelvolk zu stehen. Da muss ich echt aufpassen. Da müssen wir echt aufpassen, dass wir die Gebäude schon mal frühzeitig alle zerlegen. Sonst haben wir echt ein Problem. So, komm, reicht doch schon. Wird doch Pilgrim locker aushalten hier. Ja, locker. Guckt euch das an, das ist doch kein Problem. So, also die eine Wohnstätte ist hinüber. Okay, sehr gut. Das war aber auch knapp tatsächlich. So, die andere Wohnstätte, die steht da. Ja. Dann warten wir mal. So, minus 50 kriegen wir nur noch. Guckt mal. Ist doch schon mal ein Fortschritt. Das heißt, wir können jetzt gleich den zweiten Bauernhof bauen. Das ist natürlich auch echt ein Problem, dass wir so wahnsinnig wenig Holz bekommen, ne? Was brauchen wir eigentlich sonst alles? Für die Brücke benötigen wir Lehm, glaube ich, nämlich auch. Nee, nur Holz und Stein, oder? Ja, nee, Lehm brauchen wir auch. Aber nur 300, das ist kein Problem. Lehm liegt hier nämlich auch noch überall rum. Ach, das ist ja auch noch ein Siedlungsplatz. Stimmt ja, den könnte ich mir auch noch schnappen, wenn ich will. Ja, warum nicht, ne? Ich meine, erstmal reicht der eine, aber warum nicht? Ich meine, früher oder später wird man den definitiv mal benötigen. Und wir schaffen hier auf jeden Fall ein bisschen Platz. Wir könnten hier auch gleich den nächsten Wenn's Bauernhof hinsetzen. Und danach wieder weitermachen mit den nächsten Holzfällern. Ja, damit generiere ich natürlich jetzt erstmal nicht viel, das ist klar, ne? Ich meine, es ist jetzt wirklich nur dafür, dass wir keine Taler verlieren. Ist natürlich eine Milchmädchenrechnung. Ich weiß, ich könnte natürlich auch einfach noch mehr Bauernhöfe bauen, dann würden wir sogar Plus machen. Eigentlich müsste ich rein theoretisch ja auch 8 bauen, damit wir, wenn wir noch einen weiteren Trupp Scharfschützen engagieren, ein zweiter Trupp wäre nämlich ganz geil, dann könnten wir damit nämlich sehr geschickt dann die ja, Nebelvölker oder das Nebelvolk ausrotten, beziehungsweise die Wohnstätten zumindest ziemlich schnell dem Erdboden gleich machen. Das geht dann ja schon doppelt so schnell, immerhin, ne? Dann könnte es nämlich direkt im ersten Anlauf tatsächlich funktionieren mit Pilgrim. Derzeit ist das halt alles ein bisschen ätzend. Sobald wir halt nochmal einen Trupp mehr haben, wäre das schon ziemlich cool. So, der General Octavianus, der läuft wahrscheinlich erstmal wieder zurück zu den anderen Typen. Einfach, um nicht zu sterben. Ich hoffe, er stirbt nicht. Ich muss auf jegliche Wendung vorbereitet sein. Ach, guck mal, die hacken hier auf einem Stein rum. Sieht ja auch gut aus. Das ist auch so wahnsinnig... Ach, guck mal, die sind auch nicht so schnell beim Holzhacken, ne? Hier, Holz wurde hier runtergearbeitet. Das ist gar nicht... gibt gar nicht mehr... Doch, gibt 2 Holz. Nö, gibt nur 1 immer, glaube ich. Ah, doch, gibt 2. Ich glaube, es war wahrscheinlich nur, weil der Baumstumpf da war, dass das deswegen nur einen gegeben hat. Das kann sein. Oh, da habe ich noch nie drauf geachtet. Moment, das müssen wir gleich nochmal überprüfen. Das müssen wir gleich nochmal überprüfen. Wenn wir sehen, dass ein Baum umfällt. Ob der vielleicht dann tatsächlich, dass vielleicht der Baum 2 Holz gibt. Aber sobald der Baumstumpf nur noch da ist. Ach, das können wir hier drüben eigentlich gut testen. Ne? So, warte mal. Jetzt ist der Baumstumpf da. Mal gucken. Zahltag. Nee, okay, scheint trotzdem noch 2 zu geben. Okay, dann war es vielleicht einfach, weil nur noch 1 Holz drin war oder so. Das kann natürlich durchaus sein. Das kann durchaus sein. So, wo bauen wir jetzt den Bauernhof hin? Also, wir könnten natürlich direkt hier neben noch was bauen, aber das, da brauche ich vielleicht was anderes noch. Ich könnte hier oben natürlich direkt hin. Frage ist, was will ich hier? Also hier irgendwo hier hinten wäre natürlich auch nochmal smart, ne? Oder ich baue ganz woanders dann den Bauernhof. Irgendwo hier drüben.
weil wir hier dann vielleicht... Ja, stimmt, wir können eigentlich schon mal gucken, wo ein guter Ort für eine Burg wäre. So, ich würde natürlich äußerst ungern die Burg hier unten hinsetzen, weil die natürlich hier attackiert werden könnte. Denn hier ist ja direkt der Feind und wenn der Feind dann hier plötzlich über die Brücke läuft, dann steht er ja schon direkt vor uns, bei uns vor der Nase, ne? Und das wollen wir nicht. Das lässt sich sicherlich nicht so leicht verteidigen. Andererseits, bei solchen typischen Schmeling-Karten, sag ich mal, ne? Roma und Schmeling, die sind ja immer so ganz gewitzte. Die haben wahrscheinlich das so gemacht, dass irgendwann hier irgendwo Truppen spawnen. Ja, und dann wird es natürlich auch wieder lustig. Wobei ich sehe, hier ist sowieso gar kein Platz für meine Burg. Die Gebäude stehen alle so eng beieinander, dass wir hier eh keine Burg hinbekommen. Okay, man hat sich das sowieso erübrigt. Ja, dann sollte ich so oder so hier bauen, ne? Vielleicht dann am ehesten noch hier unten, weil wir auf der Insel hier wahrscheinlich relativ sicher sind. Außer, dass hier Schützen stehen, aber Schützen werden mir eigentlich relativ wurscht. Die machen nicht so verdammt viel Schaden an Gebäuden. Zumindest nicht an der Zitadelle. Wenn ich da noch ein paar Kanonentürme vorknalle, dann sollte das gehen. Das heißt, vielleicht wäre hier eigentlich echt ein geschickter Ort für die Burg. Und dann wiederum wäre es vielleicht auch gar nicht so doof, hier unten das Holz schon wegzunehmen, ne? Und das Eisen hier wegzuhauen und so weiter. Ja, hier sind wir sogar auch ein bisschen vom Gegner beschützt. Achso, wenn es natürlich Winter wird, wäre es natürlich ein richtiger, wäre es natürlich richtig fail, ne? Sollte hier ein Winter kommen, dann haben wir natürlich wieder andere Probleme. Das sind schwierige Entscheidungen, die wir hier treffen müssen. Ich baue den Bauernhof erstmal hier oben hin. Wir haben auch gar keine Gruben oder so. Keine Lehmgrube, keine Steingrube, nix. Nix, was da wirklich sinnvoll wäre. So, also. Bauen wir hier eine Kanone hin. Achtung mit der Kanone jetzt. Pilgrim macht das mal. Und läuft dann mal hier vorne rüber. Und dann geht ihr da mal drauf schießen. Ist in große Gefahr. Ja, bleibt mal stehen, Pilgrim. So. Ja, die Wohnstätte kriegen wir natürlich nicht ganz kaputt. Schade, dass wir jetzt nicht Eric oder Drake dabei haben. Die hätten uns das Ganze noch ein bisschen vereinfacht. Aber, naja, gut, passiert. So, Pilgrim kommt einmal zurück. Und dann warten wir mal wieder ab. So, ihr seid fertig. Sehr schön. Dann bauen wir nochmal einen weiteren Bauernhof hier unten. Mitten in den Wald. Da war schon mal 4. Gut. Fehlt ja nicht mehr viel, ne? Ja, klasse. Danach werde ich hier anfangen, das Holz wegzuhauen. Und dann können wir hier uns auch um Eisen und Lehm kümmern. Ist sowieso ganz schön, ne? Wenn wir hier Siedlungsplatz und unsere Burg dann dicht beisammen haben, dann wäre das gut. Ich darf halt noch keine Dorfbewohner, immer noch keine Leibeigenen verlieren. Sobald ein Leibeigener mir stirbt, bin ich erledigt. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Aber ich glaube, ja, also es gefällt mir. Ich glaube, es gefällt mir sehr, hier unten die Position zu halten. So, gibt es hier vielleicht irgendwo eine Kiste? Wir müssen ja immer noch weiter Ausschau halten nach den ganzen Kisten. Sieht erstmal überhaupt nicht danach aus. Also irgendwo müssen hier Kisten sein. Aber wo? Ich meine, vielleicht legen wir irgendwie welche frei, sobald halt... Ja... Sobald halt irgendwie mal ein Baum niedergeprügelt ist oder so. Das kann natürlich schon sein. Oder hier so in der Ecke. Ja. Hier könnte ja eigentlich fast was sein, ne? Ist aber nichts. Natürlich nicht. Ach, guck mal, jetzt kann ich auch wieder andersrum drehen. Ach, guck mal. Hier. Schau mal einer an. Das können wir auch mal so rumdrehen. Das ging ja irgendwie letztes Mal nicht. Warum auch immer. Vielleicht sehen wir jetzt ja irgendeine verborgene Kiste, die hier irgendwo hinter irgendeinem Gebäude steht. Das passiert hier gerne mal. Sieht aber tatsächlich auch nach wie vor nicht so aus, als wäre das der Fall. Ah, so noch ein paar schöne Belagerungskanonen. Und ansonsten ist hier nicht viel, ne? Nö. Ja, also, eigentlich sollen hier so viele Kisten sein, ne? Aber sehen tut man davon noch nichts. Na gut, vielleicht sind die auch einfach echt mies versteckt und
Ich muss dann halt noch eine Weile suchen. Hat das mir der Wanderer eigentlich gesagt oder steht das auch im Auftragsmenü? Ich glaube, 3 Kisten gab es auf der Startinsel. Die ist ja eigentlich gar nicht so groß, ne? Eigentlich, ich weiß gar nicht, wo die hier sein sollen. Oder halt, wie gesagt, vielleicht zählt auch die andere noch dazu. Steht hier irgendwas? Es gibt versteckte Truhen, ja. Ja, ja. Ihr müsst nicht mit eurem 4 Leibeigenen alles zusammen haben. Ja, nutzt Pilgrim, um die Truhen zu finden. Ja, gut, ne? Das erste Dorf sind die Brücke und eine Burg. Ja, die lassen sich finanzieren. 2 Truhen sind auf der Startinsel. Okay, 3 weitere im späteren Siedlungsgebiet. Das ist auch die Frage. Was ist das spätere? Was ist das spätere Siedlungsgebiet? Soll das spätere Siedlungsgebiet heißen, das hier drüben? Und das hier, ja, das hier ist auf jeden Fall die Startinsel, ne? 2 Truhen sollen hier sein. Aber wo? Das ist eine verdammt gute Frage. Pilgrim muss sie finden. Vielleicht muss ich die irgendwie aufsprengen oder so. Muss ich irgendwie hier überall alles verminen? Das war vielleicht durch eine Mine diese Truhe verrufen. Zum Beispiel hier bei diesem Stein da oder so. Oder hier irgendwo. Vielleicht muss ich da überall eine Bombe hinlegen. Und dann wird das Ganze erst freigeschaltet. Das kann natürlich durchaus sein. Das ist natürlich keine Ahnung. Ja, mein Herr. Ob das so, wie das so ist, ob das tatsächlich zutreffen könnte. Vielleicht muss ich mit Pilgrim einfach hier ein bisschen rumrennen und irgendwas in die Luft jagen. Kann ja schon sein. Wäre jetzt nicht das erste Mal. Nicht das erste Mal, dass irgendwie sowas Wildes passiert. So. Okay. Setz mal hier eine Kanone hin. Bitteschön, Pilgrim. Dankeschön. Ey, was war das denn? Ach, er kommt da gar nicht hin. Ah, verstehe. Pilgrim kommt da gar nicht ran. Oh, da kommt er auch nicht ran. Okay. Ah, nein, da geht's nicht. Geht's nicht. Ja, hab's schon kapiert. Okay, verstehe. Da können wir halt überall noch gar nicht hin, ne? Mhm. Ich leg da jetzt mal eine Bombe. Vielleicht passiert hier was mit dem Stein. Nö. Passiert nix. Ja. Okay. Na gut. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ja, wir sind nur noch bei minus 20. Das ist doch jetzt schon mal ein sehr schöner Fortschritt. Sind wir doch schon mal richtig gut. Ich glaube, ich werde auch hier einen Bauernhof hinsetzen. So, hier so mitten ins Kampfgeschehen. Hm. Weil da bestimmt irgendwie später irgendein Arbeitsgebäude von mir hinkommt. Ne? Wäre ja sehr wahrscheinlich. Man weiß ja nie, könnte bei mir tatsächlich passieren. Aber es ist trotzdem immer noch die Frage, wie finde ich diese Kisten? Also, warte mal, hier, der General Octavianus, wo steht der denn hier rum? Da, hier kommt, kriegst mal nochmal eine Eskorte mit. Der kann auch Kisten öffnen. So, dann sollte er auch einmal mal hier irgendwo mitten in den Wald reinrennen. Fertig, Meister. Aber so blind. Hier so blind in den Wald reingeklickt. Da gibt es doch bestimmt irgendwo eine Kiste. Kann auch nur so sein. Irgendwo muss auch eine sein. Verdammt nochmal. So. Ja, vielleicht sollte ich echt einfach da drüben alles leerhacken, ne? Ja, ja. Einmal alles weg. Weghacken da drüben, dass wir dann hier genügend Sichtweite haben. Dann sehen wir neben... guck mal, hier oben ist ein Schacht auf jeden Fall. Ja, da oben ist ein Schacht. Den könnten wir... Ah, hier ist aber auch Kriegsgebiet, ne? Okay, also wahrscheinlich ist das so eine Brücke. Wenn wir die aufbauen, dann werden wir Sodom und Gomorra erleben. Weil wir dann hier mitten auf den Kriegsschauplatz wieder drauf blicken. Wobei es nicht viel sein kann. Ich glaube, das ist hier keine so wahnsinnig große Stadt. Aber naja. Heißt ja nichts, ne? Ein Kundschafter wäre jetzt ganz geil. Den haben wir aber noch nicht. Dafür haben wir erstmal ein paar Bauern. Ach, ein Bett in einem Wohnhaus. Ja, das kann ich wirklich nachfühlen. So. Gucken wir mal, wie wir an das nächste... Halt die nochmal kurz zurück hier, Pilgrim. Warte nochmal kurz auf die. Okay, so. Wie ihr befehlt. Ja. Wenn ihr meint, ach, warte mal. Ein Held ist in großer Gefahr. Die Wohnstätte kann gar nicht... Die trifft meine Schützen gar nicht.
Kann das sein? Ist ja viel besser. Wir können die ganze Zeit draufballern. Ha! Reichweitenbonus. Ach Gottchen, ja, 5-Sterne-Trupp, ne? 5-Sterne-Trupp halt. Ich glaube, 5 Sterne, der 5. Stern war ja, glaube ich, ein Schaden mehr und der 3. oder 4. eine Reichweite mehr oder so. Glaube ich. War das so? Oder sie sind einfach voll durchgetaggt und deswegen. Ja, okay, das ist. Das macht das Ganze natürlich nochmal wieder ein bisschen einfacher. Das ist natürlich noch umso schöner. Und dann macht das Ganze natürlich nochmal richtig Spaß, weil dann haben wir ja gar keine Probleme. So, Pilger, noch mal ein paar Meter. Kriegen wir hier die nächste Wohnstätte auch noch? Wenn ihr meint. Ist da überhaupt noch eine? Ist gar keine mehr. Die haben wir schon. Die haben wir schon erledigt. So, da kommen wir erstmal nicht weiter. Okay. Das kann ich. Wird gemacht. Dann schauen wir mal, ob es hier noch mehr Wohnstätten gibt. Garantiert ist hier auch noch irgendwo eine. Ich tue mein Bestes. Garantiert finden wir hier auch noch eine Wohnstätte. Irgendwo ist doch immer eine. Wird gemacht, wenn ihr meint. Wurden ja einige hier versteckt. Und die suchen wir jetzt einfach alle. Eine nach der anderen. So. Okay, hier sind aber anscheinend tatsächlich nicht so viele. Ist in große Gefahr. Wenn so. Ihr meint, eure Arbeiter bezahlen. Ja, hier kommt sie nicht mehr ran. Wenn ihr meint, ja. Okay. Schießt noch auf Pilgrim. Und dürfte nicht mehr schießen. Ja, sehr gut. Okay, perfekt. Perfekt gelaufen. Gut, so, dann holen wir uns jetzt den letzten Bauernhof. Den bauen wir irgendwo hier hinten hin. Weiß ich noch nicht, wo genau. Irgendwo, wo wir irgendwas Sinnvolles anfangen wollen. Ach, verdammt, wo baue ich das denn alles hin später? Ich brauche irgendwo einen schönen Platz für einen Marktplatz auf jeden Fall. Naja, wahrscheinlich werden wir hier hinten nochmal irgendwas... Hier hinten werden wir garantiert noch irgendwas bauen. Baue ich den mal hier hin. So, dann könnt ihr nämlich hier weiter Holz hacken danach. Und es könnte auch schon reichen hier mit dem Platz. Möglicherweise. So, Pilgrim. Gucken wir mal weiter. Gucken wir mal weiter. Wenn ihr meint. Ob es hier noch mehr gibt. Gut. Oh, da ist ein. Sind Turmüberreste. Wird gemacht. So soll es sein. Die tun uns erstmal nichts. Da können wir auch nicht angreifen. Da oben ist auf jeden Fall wieder eine Wohnstätte. Die nehmen wir uns jetzt vor. Und eigentlich kann Pilgrim auch gleich auf die gute Idee kommen und ein paar Kisten öffnen. Ne? Zumindest die hinter der Zitadelle. Da werden wir natürlich gleich unser Bestes tun. So soll es sein. So, guckt mal her, Pilgrim. Jo. Wird gemacht. Ja? Ja? Joa. Sollte funktionieren, ne? Oh, die schießt immer noch die Wohnstätte. Nee, jetzt nicht mehr. Okay. Sehr gut. Wohnstätte wird platt gemacht. Ja, läuft. Okay. Sind die denn gleich so weit hier mit dem Bauen? Ja, sind gleich so weit. Ja, dieser Leuchtturm hier ist auch schön, ne? Aber das hilft mir nichts. Leuchtturm ist nach wie vor keine Kiste. Ich bin gespannt. Es wurde ja gesagt, die Karte geht relativ entspannt los und wird dann relativ wild, aber ist auf jeden Fall machbar auf dem Schwierigkeitsgrad, den ich hier gerade mache. Aber gern. Octavianus, der steht hier so rum. Ich hoffe, ey, dass der das Ganze überlebt, ne? Ich hoffe, der überlebt das Ganze. Nicht, dass hier gleich plötzlich Truppen spawnen. Und dann tedere, tedere, tedere. Als erledigt. So soll es sein. So. Okay, hier kommen schon wieder interessante... Attacke. Okay. Pilgrim darf wieder weglaufen. Jupp, da wird auch nicht mehr geschossen. Okay, komm, Pilgrim. Machen wir doch mal Folgendes. Wir setzen jetzt hier eine Kanone hin. Geht nicht zu nah dran. Und dann laufe ich mal ganz geschwind hier hinter die Kapelle. Und schau mir mal an, was es da für Steine gibt. So. Die Wohnstätte ist gleich erledigt. Ah, das ist schon mal richtig cool, ne? Schon mal gleich aufgeräumt. Zwar nicht alles, aber zumindest ein bisschen was. Ich meine, die beiden haben wir ja auch schon weg hier, ne? Wir haben jetzt hier zwei weg. Wir haben hier eine weg. Wir haben
Die beiden auch erledigt. Die beiden haben wir erledigt. Oder hier war nur eine, ne? Hier war nur eine, glaube ich. So, das heißt, vielleicht gibt es hier hinten noch welche. Aber so die erste Frontlinie haben wir schon mal zerstört. Ist schon mal sehr gut. Ohne Verluste. Ein einziger leichter Kavallerist ist uns leider draufgegangen. Ein Bogenschütze. Ah, nee, ein Armbrustschütze ist er sogar. Wow. Aber das kann ja normal passieren. Zahltag. Dass ich von diesen ganzen 5 Kisten noch nicht eine einzige gefunden habe, das ist schon ein bisschen lächerlich. Wo sind die denn alle? Und wie soll ich die finden, bitte? Also, ich muss Pilgrim benutzen, um sie zu finden. Sehe ich richtig, ne? Nutzt Pilgrim, um Truhen zu finden. Das heißt, nutzen heißt ja natürlich, wir müssen wahrscheinlich tatsächlich irgendwie diese Bomben legen. Ja, werde ich probieren. Irgendwie werden wir schon hinkriegen. Ich weiß noch nicht wie, aber klappt schon. So, mal schauen, was hier gleich hinter der Kapelle in der Kiste drin ist. Guck mal, man sieht hier auch schon funkeln, ne? So ein bisschen durch den Stein durchschimmern, sieht man schon. Ach so, vielleicht kann ich einfach mal gucken. Ich meine, das Schimmern, selbst wenn ja ein Stein drauf ist oder so, könnte es ja sein, dass man tatsächlich das Schimmern der Truhe irgendwie erkennen kann. Das könnte ja durchaus möglich sein. Warum nicht? Muss ich natürlich wieder ganz genau hinschauen, um irgendwie sowas zu entdecken. Naja. Gut, egal. Wir jagen das Ding mal in die Luft. So. Zack, bumm. Und da ist auch die Truhe. Ah, sie greifen an, Pilgrim. Ihr müsst sofort fliehen. Heuert Soldaten an und versucht euch durchzuschlagen. Na, siste wohl. Okay, das habe ich mir doch sofort gedacht. Gut, dass wir unsere anderen Soldaten überall außerhalb gelagert haben, ne? Gut. Und gut, dass unsere Leibeigenen woanders stehen. Ich hätte einmal Sicherheit speichern sollen. Überquert und sprengt sofort die Brücke. Wir versuchen standzuhalten. Okay. Ja, dann los da. Schaut in euer Aufgabenbuch. Ja, nee, das tue ich jetzt nicht. Was? Okay. So, das heißt, meine Soldaten gehen erstmal alle hier rüber. Okay, erstmal, Moment, erstmal mache ich Sicherheit speichern. Ist ja wohl klar. Erstmal speichern wir zur Sicherheit. Oh, und da stehen ja auch unsere Truppen noch. Ja, ich sehe schon, das sind unsere Leute, die hier attackiert wurden. Wurden, trifft es ganz gut. Ah ja, da kommt das Nebelvolk. Ja, ich sehe schon. Das wird gut. Das ist interessant. Okay, ist das Nebelvolk tatsächlich, was hier richtig wild losschlägt? Was hatte ich hier denn noch für... Ach, meine Kanonen! Ja klar, hier standen ja ein paar Kanonen rum. Ich wollte schon sagen, hey, was das denn? Wieso? Okay, Ostia versucht standzuhalten. Hier oben sind halt ein paar Kanonen, die natürlich schön plätten. Die legen natürlich da gut los. Okay, unsere Armbrustschützen, die sind ja mobil. Die ziehe ich nochmal zurück. Oh, je, je, hier geht es jetzt aber richtig wild. Richtig wild im Grund. Also, ein Dieb auf jeden Fall. Wie viele Teile haben wir? Genug. Ja, mehr haben wir nicht mehr. So, auf geht's. Auf geht's hier rüber. Hier rüber, Leute. Vorsicht jetzt. Pilgrim, du legst da nochmal eine Kanone. Baust da nochmal eine Kanone auf. Und dann schauen wir mal, wie gut wir da durchkommen. Unsere Soldaten laufen einfach. Eieiei, Kanonenturm wird natürlich schon richtig zerlegt. Okay. Aber gegen das Nebelvolk ist es natürlich mit... Das gibt ein feines Feuerwerk. Oh, oh, okay. Feinde haben einen Held attackiert. So, komm, Pilgrim. Eieieiei. Okay, da müssen wir drauf ballern. Die müssen wir platt machen. Die müssen wir richtig schön plattwalzen hier. Weil die uns natürlich richtig Damage machen gerade. Okay, Pilgrim lebt wieder. Alles gut, alles gut. Kommt, weiter geht's. Lauft einfach hier runter. Okay, ich glaube, das ist tatsächlich relativ wurscht. So, wir laufen hier unten rum. Das ist mir sicherer. Der Dieb! Oh, wo ist mein Dieb? Feinde haben einen Verbündeten attackiert. Wo ist mein Dieb?
Oh, scheiße. Das kann ich. Ich habe nicht auf den Dieb aufgepasst, ne? Eure Häuser an. Aber ich glaube, ich habe gefailt. Ja, das ist schon mal sehr gut, dass ich den Speicherpunkt dann habe, ne? Weil ohne Dieb kann ich das Ganze vergessen. Nur Mut. Aber ich sehe den Dieb natürlich auch nicht. Wenn er irgendwo wäre, sehe ich ihn halt nicht. Kacke was. Nö, aber hier ist kein Dieb bei. Das heißt, er wird es wahrscheinlich auch nicht geschafft haben. Ja, kacke was. Wir erledigen das. Also, ja, okay, komm. Hier, komm, machen wir die Typen. Vielleicht können wir den Kanonenturm retten. Das wäre geil. Wenn wir den Kanonenturm retten könnten, wäre das natürlich ziemlich cool. Hier, los, auf den Kanonenturm, auf die Typen da. Vielleicht kriegen wir den noch platt. Okay, ja, die gehen natürlich jetzt erstmal voll auf Pilgrim. Keine Angst, ich verstehe was davon. So, bumm, sehr schön. Das hat schon mal ordentlich gerumst. Okay, sehr gut. Gut, der Kanonenturm steht zumindest erstmal noch. Ah, da kommen aber auch schon wieder die nächsten an. Ja, gut, das ist natürlich jetzt echt unschön. Was können die denn bauen? Eine Architektenstube können die bauen. Ja, das ist jetzt aber irgendwie nicht Sinn der Sache. Auftragsbuch, gucken wir mal rein. Also, lauft doch mal Leben. Bleibt, bringt diese sofort. Ihr habt nicht viel Zeit. Rekrutiert einen Dieb und eine gute Eskorte. Ja, lasst euch zu viel Zeit für den Anreicher. Die Brücke vor euch überqueren. Okay. Und dann bauen wir da unten die Brücke wieder auf. Gut. Oh, da habe ich nicht aufgepasst. Ja, ich glaube, wir werden sowieso nochmal neu speichern, neu laden müssen, schätze ich. Weil ich glaube, dass... Ich glaube, das Problem wird sein, dass, ja, unser Dieb halt gestorben ist. Und das wird leider unser Genickbruch werden. Na gut. Ich werde zu dem Speicherpunkt gleich zurückkehren. Und dann ab da nochmal probieren. Ja, war natürlich... Ich meine, an sich haben wir es gut gelöst. Aber es war natürlich ein bisschen verkackt, dass... ja gut, wir werden jetzt auch gerade auf der Insel angegriffen, sehe ich. Hab's ein bisschen verkackt, den Dieb zu eskortieren. Das war natürlich überhaupt nicht smart, ne? Ja gut, das ist jetzt nicht viel, was hier ankommt. Okay, ich verstehe. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und probieren es dann nochmal. Bis dann. Ciao, ciao.